Die Firma Birgert stellt Mess-, Steuer- und Regeltechnik für sämtliche Flüssigkeiten und Gase her. Wir sind, während wir in der Ausbildung waren, hier in dieses Gebäude eingezogen. Das Gebäude ist sehr neu hier. Und dort haben wir quasi mir Azubis aktiv beim Umzug geholfen. Und wo wir die Maschine umstecken wollten, ist uns die enorme Gefahr einfach klar geworden. Und wir standen vor dem Problem, dass, wenn man auf einer Leiter steht und einen Drehstromstecker lösen muss, dieser sich sehr plötzlich löst, während man sehr viel Kraft aufbringt. Und dieses einfach eine rückschüssige Kraft entwickelt und man dadurch quasi von der Leiter fliegen könnte. Durch die Teilnahme an Jugendforscht hat unser Ausbilder quasi zu uns gesagt: Hey Jungs, macht, dass es sicherer wird. Das ist euer Projekt. Die Idee schaut so aus, dass man den herkömmlichen Stecker nicht mehr aus der Dose einfach nur zieht, sondern durch eine Drehbewegung quasi aus der Steckdose geschoben wird und dadurch keine überschüssige, ruckartige Kraft nach hinten mehr freigesetzt wird. Es war sehr aufwendig, den Stecker zu entwickeln, bis man mal sagen könnte, ja, er gefällt uns jetzt so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben bestimmt insgesamt über 4 Monate an dem Projekt gearbeitet. Also ich bin sehr stolz auf uns, da wir das Projekt eigentlich so gut wie alles in Eigenleistung selber uns die Gedanken gemacht haben, ja, die Zeichnungen ausgearbeitet haben und halt dann auch die Gefahren für andere Leute auch beseitigt haben. Bei der Planung und Umsetzung von dem Projekt habe ich für mich persönlich gelernt, dass es manchmal ganz kleine, simple Dinge sein können, die massive Unterschiede gerade zum Thema Sicherheit herbeiführen können. Für uns Unternehmen bedeutet die Ausstellung, glaube ich, sehr viel, weil man trägt ja hier jetzt mit dem Projekt, wenn es weiterentwickelt wird und mein Verkauf geht, nicht nur zum Schutz von den eigenen Mitarbeitern bei, sondern zum Schutz von jedem, der mit solchen Steckern zu tun hat. Und das ist natürlich phänomenal dann, ja. Ich würde jeder Firma empfehlen, arbeite, die mit Präventionsmaßnahmen zunahmen zu unterstützen, da jeder Mitarbeiter, der verletzt oder krank ist, einfach kein guter Mitarbeiter ist in dem Fall. Und dies verhindert werden sollte, meiner Meinung nach, wenn es möglich ist. Die Idee wurde im ganzen Unternehmen positiv angenommen und selbst die Geschäftsführung hat uns ihren Respekt ausgesprochen, wie simpel und gut wir relativ große Probleme aus der Welt geschaffen haben. Also es war durchweg Begeisterung zu spüren.